Und nichts läuft so, wie es laufen soll, erst lernen. Wir sind the Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Wir sind the Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Wir sind the Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Wir sind the Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Hey meine Lieben, 2 Tage nach dem Umzug befinden wir uns jetzt. Das Video bzw. der Vlog, den Ben gedreht hat, hatte einfach einen Cut, weil es einfach zu stressig wurde. Es war zu viel durcheinander. Ben selber musste auch tragen natürlich und irgendwie, ja. Deswegen konnte ich auch nicht weiter drehen, Leute. Es tut mir leid, aber dafür haben wir jetzt dieses Video jetzt für euch gemacht, damit ihr wisst, wie Stand der Dinge ist. Jetzt gerade aktuell ist noch alles Chaos, Leute. Wir sind auch 2 Tage ohne Caden und Kinaya. Ja. Wir haben Caden und Kinaya abgegeben, wisst ihr, und die sind da auch geblieben, weil wir als Eltern nicht wollten, dass die halt in die neue Wohnung kommen und das alles kreuz und quer liegt. Wir wollten Cadens Zimmer fertig kriegen. Caden hat sich unnormal ein Hochbett gewünscht mit einer Rutsche und das wollten wir ihn erfüllen, dass wenn er jetzt einfach in sein Zimmer reingeht, alles schon fertig ist und wir uns nicht stressen brauchen. Und das ist uns aber nicht gelungen. Gestern, na, ich weiß ja nicht, was das hochgeladen wird, gestern, wir hatten bei Höfner ein Bett vorbestellt gehabt und so. Wir waren auch vor Ort, haben alles fertig gemacht und wir mussten das selber auch abholen. Wir haben sogar Prozente bekommen, weil wir es selber abgeholt haben. 10%, glaube ich, ne? Ja, das ist eigentlich voll viel. Genau, das ist eigentlich voll viel. Dann bin ich hingefahren. Schon als sie das gebracht haben, so dachte ich mir so, das Paket, wo Kanes Bett drin war, dachte ich mir so, Digga, was ist das denn? Das sieht voll wenig aus und so. Ja, eigentlich müsste das mehr sein, weil das mit einer Rutsche, bla bla bla. Jedenfalls, Leute, haben wir das mitgenommen, dann sind wir nach Hause gefahren, wollten das aufbauen und dann haben wir festgestellt, das ist einfach falsch, das war nur ein Gestell. So, das war keine Rutsche, also das war gar nichts. Gestell, ne? Ohne, genau. Ohne Erhöhung, ohne Rutsche, ohne gar nichts. Ohne nichts. Und dann waren wir schlecht gelaunt, Daisy war schlecht gelaunt, kann ich auch verstehen. Wir waren alle schlecht gelaunt. Ich war auch schlecht gelaunt. Wir zicken uns auch nur noch an, Leute. Und sie lässt ihr Frust an mir aus, so, weil obwohl ich damit nichts... Nein, du. Nein, du heulst rum die ganze Zeit. Ja, ich verstehe nicht, wieso du sauer bist. Haben, ne? Ja, natürlich, ich will das ja auch perfekt haben. Ich verstehe das, aber das Ding ist, es kommt mir so vor, als hätte ich jetzt zu den Typen gesagt, ja, schreib mal jetzt eine falsche Dings rein. Mach mal das Paket nicht richtig. Obwohl das gar nicht mit mir zu tun hat. Das hat mit mir gar nichts zu tun. Deswegen verlängert sich das auf jeden Fall, dass Caden und Kinaya vielleicht länger bei Oma bleiben und so. Und ich verstehe gar nicht, warum du jetzt emotional bist. Verstehe ich nicht. Ich verstehe, warum du emotional bist. Kannst du jetzt mal chillen? Jetzt gerade die, wo ich Auto fahre? Hallo. Kannst du jetzt mal chillen oder was? Chill mal, die denken auch, wir sind verrückt. Hinter uns steht ein Auto. Hallo. Ja. Was ist los? Echt viel anders. Ja. Und nichts läuft so, wie es laufen soll. Erst nervt. Nicht nur, dass das Bett nicht ist, dann jetzt der Kühlschrank geht. Nee, das sind 1000 Sachen, Mann. Das nervt. Ja, ich weiß, ich verstehe dich. Aber deswegen wir zicken uns nur noch an. Und ja, das ist ja nicht schlimm, aber trotzdem. Wie gesagt, Ziel war doch erstmal, wir wollten aussehen, jetzt sind wir ausgezogen und du willst einfach halt alles schnell. Ich kann es auch verstehen, du bist Mama und so, bei dir ist es anders, bei mir ist es so, ich brauche nicht alles schnell machen, in der Ruhe liegt die Zeit auf dem bei mir, aber bei dir ist es nicht so der Fall. Aber ist doch alles gut jetzt. Das, was wir wollten, haben wir jetzt bekommen, wir sind umgezogen, wir leben nicht mehr auf 50 Quadratmeter zu viert, so. Jeder jetzt sein Zimmer, ist doch alles cool. Ja, und nichts wird fertig. Ja, es kommt doch mit der Zeit. Und die Kinder sollten eigentlich nur eine Nacht wegbleiben. Jetzt auf einmal sind sie schon zwei Nächte weg. Ja, aber das ist doch nicht, die Schuld von dir oder von mir. Daisy. Ja. Du brauchst jetzt nicht weinen, Mann. Chill doch. Du brauchst jetzt nicht weinen. Ist doch alles gut, Mann. Das gehört doch alles halt dazu, so, was soll ich dir sagen? Die Sachen werden geliefert, die kaputt sind. Ja, stimmt. Man Kühlschrank, zahlt für den Kühlschrank, so viel Geld und dann geht er nicht. Das stimmt. Genau, eine Sache, Leute, auch noch. Unser Kühlschrank ist im Arsch, also geht einfach nicht. Unser Wasser, wie heißt es auch? Wasserspender. Man hält das dagegen und auf einmal kommen nur so tropfenweise Wasser. Ich meine, wozu hat man denn sowas dann erstellt, so?
Und dann bleibt man da stehen, gefühlt 10 Minuten, bis dein Glas voll ist. Das ist so albern. Deswegen das ist auch noch ein Stressfaktor, weil wir haben das ausgepackt und wir haben das Paket, also die Verpackung haben wir entsorgt und wir wissen jetzt nicht, ob wir also einen neuen zugeschickt bekommen oder uns überhaupt was das anderes zusteht. Die Verpackung ist weggeschmissen, alles ist irgendwie, alles läuft kacke. Eigentlich will ich parken, Digga, aber ich kann hier nirgends so jetzt hier an die Seite schnell. Weißt du, was ich meine? Ich kann nicht verstehen. Und das mit diesem Gezick und so, das gehört dazu, aber wir zum Beispiel jetzt. Wir sind einfach beide unter Stress, ja, aber gestern, zum Beispiel gestern so, das mit Kanes Bett, du lässt deinen Frust an mir aus, als obwohl ich damit nichts zu tun habe. So, ich bin nach fast Arsche Heide gefahren und hab sein Bett abgeholt. Hä? Ja, und ich verstehe nicht, ich komme nach Hause, auf einmal, die haben was Falsches abgegeben, da gibst du mir die Schuld, so auf den, also nicht offensichtlich, aber dein Verhalten, so auf den, so, ja, siehst du, obwohl ich damit nichts zu tun habe. Ja, jetzt muss Kane auf jeden Fall noch eine Nacht da bleiben und Kinaya, also 3 Tage sind die schon weg und Mama hat Kane und Kinaya 2 Tage wirklich nicht gesehen. Ich war gestern noch kurz zu Hause und konnte Kane und Kinaya noch sehen. Ich muss sie heute auch sehen, weil ja, du musst sie sehen heute auf jeden Fall. Wir fahren da auch hin. Kannst du die sehen? Ansonsten kannst du das Video beenden. Es fühlt sich auf jeden Fall gerade anders gelaufen, als es laufen sollte. Ich hoffe, ihr habt jetzt die Informationen bekommen, die ihr haben wolltet. Und keine Ahnung. Wir nehmen euch auf jeden Fall weiter mit und versuchen euch auf dem Laufenden zu halten. Wenn ihr möchtet, zeigen wir euch auch den aktuellen Stand der jetzigen Wohnung, oder? Ja, das müssen wir auch zeigen, weil die wollen das auf jeden Fall sehen, ne? Ganz einfach alles drunter und drüber. Die kennen uns ja so mit der alten Wohnung auf dem, weiß ich ja. Wir haben keinen Stauraum für nichts, ich kann nichts. Also der neue, du meinst neue Wohnung oder alt? Die oder da, kann aber beides, wenn ihr beide Wohnungen einfach sehen wollt. Wir nehmen erstmal da auf oder fahren rüber nach Hamburg, wie es da aussieht, dann ist es das Aktuellste, aber nicht hier in diesem Video, weil... Nee, das wird zu lang. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was euch interessiert jetzt in dem ganzen, in der ganzen Situation, in dem Umzug. Und sehr, sehr korrekt, die haben auch richtig viele Inspo geschickt und so. Das ist echt richtig. Wein zu machen, du hast dich richtig übertreibt. Guck mal, ich kann gar nicht schalten, Mann. Wir haben keine Automatik, Mann. Willst du schalten? Sie schaltet für mich. Okay, scheiße. Mit Linksauto. Sie schaltet für mich, geil. Mit Linksauto, ne? Das ist so gefährlich, was wir machen. Das ist gefährlich. Schalten. Ey, oh, nee. Falsch. Jetzt. Chill doch mal, ist doch alles gut, Mann. Ich verstehe nicht. Das Ding ist, ich verstehe das so. Ein bisschen Stress und so, ne? Oh mein Gott. Ich verstehe so, dass du gestresst bist und so, ne? Aber guck mal, es passt manchmal gar nicht so, weißt du? Aber die ganze Situation stresst mich einfach. 1000 Sachen, man will alles perfekt haben, aber nichts läuft so, wie es laufen soll. Ich kann dir nur sagen, so geduldig sein, so geduldig. Also, auch wenn das für dich meistens so zu extrem ist, so, ja, aber trotzdem ein bisschen geduldig sein. Aber die Kinder sollen, guck mal, wenn die kommen. Mehr, wie gesagt, wir werden morgen ist Montag, wir werden alles dafür tun, damit Kane sein Bett hat. Wir bauen das auf. So, dann holen wir ihn morgen ab, hart auf hart. Ich weiß nicht, ob irgendwas noch uns, Digga, in den Weg gelegt wird oder so. Sonst muss er hart auf hart Dienstag abholt werden. Ja, aber Hauptsache, ihm geht's gut, so, weißt du? Hauptsache, er ist glücklich. Ich möchte nur diesen einen Moment haben, wo er reingeht. Und dann will ich nicht, dass er kommt und er sieht eine Matratze auf. Ja, genau. Ich möchte diesen einen Moment, wo er einfach in sein Zimmer reingeht und einfach so strahlend. Das ist das soll unvergesslich bleiben für mich, dieses, weißt du? Vor allem sagen wir ihm die ganze Zeit so, ja. Und er erzählt das überall rum. Ich krieg ein Bett mit Rutsche und wir sagen die ganze Zeit, Kane, du bist bei Oma, weil wir das vorbereiten, wir machen dein Zimmer fertig und dann kommt er und da steht nichts. Ja, das stimmt. So. Deswegen, das können wir nicht übers Herz bringen, so, deswegen sind wir auch so hartnäckig, was das angeht, weil wir das beide wollen und wir wollen das fertig haben, einfach bevor wir sagen, okay, Kay, du kannst wieder bei uns chillen. Das ist es einfach. Ich weiß nicht, ob das hier sogar, das wird viel zu lang. Vielleicht ist es sogar ein Einzelvideo. Das ist ein Einzelvideo, weil das andere, das geht ja dann fast 50 Minuten, ey, mit diesem Umzug. Mit dem Vlog.
Nee, das kannst du nicht hinzufügen, das geht nicht. Achso, oh mein Gott. Achso, das war nicht mal ich, das war an der Seite. Ja, okay. Ja, okay, Leute, wie gesagt, von meiner Seite aus kommt nichts mehr. Ich bin auch richtig gerade emotional ein bisschen so, weil alles nervt wirklich. Und, oh Mann, wir wollten doch eigentlich einkaufen gehen. Auch vergessen. Ihr merkt, Leute, ne? Wir sind komplett unsere. Wir sind gestern auf der. Wir haben jetzt eine Couch, das erzählen wir euch aber alles. Es ist alles durcheinander. Jedenfalls sind wir. Wir haben gegessen und sind einfach auf der Couch eingeschlafen. Eingeschlafen, so, irgendwie. Ich weiß nicht, wie das passiert auf ist. Auf einmal wache ich so auf und habe richtig Nackenschmerzen. Ich war auch auf einmal so auf und wir waren gestern hier kurz beim Burger King. McDonald's. Ja, McDonald's. Nee, genau, McDonald's. Ich laber nur Scheiße. McDonald's waren wir im Essen kaufen und Daisy's Chicken Burger lag auf der Couch. Sogar noch da. Und ich bin sogar darauf eingepennt. Ich stehe auf einmal, das liegt so. Ich denke so, hä, ich liege auf dem Chicken Burger von Daisy. Ich kann mich nur erinnern, dass ich dir das angeboten habe. Ich meinte, Daisy, willst du das noch essen? Und auf einmal war ich knickt, Leute. Auf einmal, am nächsten Tag stehe ich auf. Ihr Chicken Burger ist irgendwie, ich lag da drauf. War so platt gedrückt, ne? Aber ich hab's trotzdem gegessen. Ja, wir haben es nicht weggeschmissen. Ey, Katastrophe alles, ey. Genau, auf jeden Fall, Leute, sorry für die Emotion, aber irgendwie muss das gerade raus. Kein Fake-Shit, Digga, kein Fake-Shit hier. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, wisst ihr, was zu tun ist. Ja, ansonsten den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, in die Kommentare schreiben, dass ihr es erledigt habt. Und wir sehen uns dann. Peace out.